Christkind, schau mal her. Doch heute hat es mich runter auf die Erde getrieben. Ich flog, oh, da habe ich einen Fehler nachgeschrieben, ich folge geradewegs hinein in den Wald und kann nur sagen, es ist saukalt. Jetzt wärme ich mich etwas auf in eurer Runde und lese meine Geschichte vor für Frauchen, Herrchen und Hunde. Oh, je, 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 mal drin habe ich auch vergessen. Mein Bein ist nicht da, und ich schaue nicht auch an. So, jetzt auch Ingrid und Charry, diese beiden können alle sehr gut leiden. Ihre Wuffis, alle zwei, haben sie immer und überall dabei. Unsere Waldfrau ist eine ganz liebe und feine. Leider ist sie jetzt alleine. Da haben wir verdruckend Liebe und Feine. Ganz tapfer erträgt sie ihren Schmerz. Essi und Tiffany gehören ihr Herz. Die Findings gehen gerne mal auf. Ein ganz tolles Paar ist Alessandra und Klaus. Amanda heißt ihr kleiner Hund, die Bestie. Wenn man sie streichelt, geht es rund. Angelika ist heute hier, das ist fein, denn sie ist ein richtiger Sonnenschein. Ihr Hund Schnecke, dieses süße Wuffi, ist ein ganz lieber und braver Wuffi. Nicht immer. Die Karin und die kleine Leila Maus gehen immer gemeinsam aus. Kunststücke hat Karin ihrer Leila beigebracht. Ich kenne keinen Jorgi, der so etwas macht. Die Margarete und ihre Nancy sind ein Traum. Nancy war schon sehr krank, man glaubt es kaum. Doch Margarete sollte weder Kosten noch Arbeit, zum Glück, denn sonst wären sie heute nicht mehr zu zweit. Dorothea und Erwin können wir nur noch ohne Hund sehen, denn ihr Andi musste über die Regenbogenbrücke gehen. Für ihren kleinen Liebling schlug ihr Herz, dass er gehen musste, war für sie ein großer Schmerz. Natalia hat Molly, doch Nonna wollte einen eigenen Hund. Deshalb bekam sie Joschi, er machte Nonnas Leben bunt. Nun haben sie beide, man glaubt es kaum, ihren ganz persönlichen Hundetraum. Die Inne und die Dela, ja, es ist wahr, sind ein ganz, ganz entzückendes Paar. Für Inne ist Dela das Wichtigste auf der Welt. Dela ist für sie mehr wert als Gut und Geld. Es kommt die Schlimmste. Bruni und ihre Rasselbande schlafen in einem Bett. Das anzusehen ist wirklich nett. Die vier sind Brunis größter Schatz. Doch frage ich mich, haben sie wirklich im Bett allen Platz? Lore, Hermann und Jessica sind für Nancy immer da. Über solche Nachbarn hätte jeder seine Freude, denn sie sind ganz liebe und nette Leute. Marianne und Horst lieben ihren Atlas wie ein Kind. Da sieht man, dass sie ganz brave Menschen sind. Ohne Atlas, die süße kleine Maus, gehen die beiden niemals aus. Aus. Auch bei Gelinde bleibt der Hund im Bett. Doch leider fütterte sie ihn viel zu fett. Jetzt wurde er auf Diät gesetzt, der kleine Wicht.
Super ist, er verlor bereits an Gewicht, aber nicht viel. Gut, mit Schluss, ich muss wieder gehen. Servus, tschüss und auf Wiedersehen. Dankeschön.